So, ein, zwei, Test, ja. Oh, Brigitte, ja, kannst dich schon mal frei machen. Ja, ich komme dann gleich nach. Ja, muss noch schnell was drehen hier für meine Fans. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Rasputins und halt Rasputins Vlog, ja alt, ja 62 glaube ich, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, zurück im guten alten Neu-Isenburg, zurück in meiner eigenen Wohnung, alleine, jetzt stehe ich im Wind wie ein Felsen auf dem Feld halt, ja, und werde jetzt euch berichten von den neuesten Ereignissen aus meinem Leben. Ja, alleine, also nicht ganz alleine. Ich habe ja eine Partnerin, aber der andere da, der, ihr wisst schon, der, ja, der, ja, der darf jetzt weiter Rollstühle schieben und sich halt die Sabber vom Mundwinkel abtupfen. Ja, den bin ich erstmal los. Ja, also der kann mich auch mal kreuzweise jetzt. Ja, die Wado ist mir und jetzt wird der deutsche YouTube-Star endlich wieder hier YouTube Qualitätsproduktion abliefern. Ja, die Hitzahlen sind ja runtergegangen. Ja, ich dachte ja schon eine Zeit lang, ich wäre hier bei der SPD, ja, mit meinen Ergebnissen, ja, aber jetzt geht's wieder aufwärts. Jetzt haben wir eine neue Führungskraft, ja, ich bin Sigmar Gabriel und der Münte, der ist halt, der Kursstreich Münte ist dann halt jetzt weg, ja. Gut, das Wichtigste zuerst, der Rasputin darf hier bleiben, ja, ihr wisst ja alle, ich musste bis zum 13.09. einen neuen sozial versicherten Job finden, ja, um nicht abgeschoben zu werden. Dieses Unheil droht mir nicht, ja. Dank tätiger Mithilfe meiner Beyoncé Brigitte Seib-Wenzel, ja, habe ich jetzt zum 1. Oktober eine neue Arbeitsstelle gefunden. Ja, und zwar bin ich jetzt Systembrötchen drauf halt Gastronom. Ja, also bei einem Systemschuppen mit ihr wisst schon, Fast Food halt, ja. Gibt es ja in Deutschland, ich glaube, das ist das einzige Land der Welt, die daraus auch einen Beruf gemacht haben, ja, also Burger zusammenklatscher, ja. Keine Ahnung, warum man da 3 Jahre für lernen muss, aber das werde ich ja wohl mal auf jeden Fall hinkriegen mit meinen Fachkenntnissen, ja, die ich jetzt schon habe. Ja, ich kann mir auch zu Hause mein Sandwich zusammenlegen, also werde ich es ja auch auf der Arbeit hinkriegen, ja. Also ich arbeite jetzt in Neu-Isenburg bei einem großen Systemgastronom, dem drittgrößten Deutschlands, ja, also nicht der mit dem M, auch nicht der mit dem B, sondern der mit dem S. Ja, also ihr wisst schon, was ich meine, ja, ich möchte hier keine Schleichwerbung machen, sonst werde ich hier noch gesperrt, ja, aber wer mich mal in Aktion erleben möchte, ja, der kann mich gerne besuchen, ja, ich bin tätig im, halt, in der Dependance, Niederlassung halt, ja, gegenüber vom Neu-Isenburg-Zentrum, ja, wer aus Neu-Isenburg kommt, weiß, wo das ist, ja, und, aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich auch da bin, wenn ihr da seid, weil ich habe Schichtdienst. Ja, also mal bin ich morgens um 8 da, mal abends um 10. Ihr müsst halt mal vorbeikommen. Ja. Vielleicht seht ihr ja, vielleicht kann ich euch ja bedienen. Ja, wer möchte mal ein gutes Sandwich von einem YouTube-Star haben? Ja, gut. Wie gesagt, die fröhliche Nachricht zuerst. Ich habe noch eine zweite sehr gute Nachricht für euch. Ja. Ich habe ja jetzt auch wieder ein bisschen Geld, ein bisschen Einkommen und da dachte ich mir, da muss der Rasputin mal ein bisschen was machen, ja, weil die Brigitte meinte auch, ja, so das ein oder andere Speckröllchen müsste mal weg. Ja, also habe ich mich hier mal angemeldet, ja, halt
halt McFit, ja, habe mir einen schönen Trainingsplan machen lassen, ja, damit ich halt jetzt hier auch wieder ein bisschen auf Touren komme, ja, und ich dachte mir, ja gut, wenn die Klitschko-Brüder halt für werben, ja, ich meine, das sind ja fast Landsmänner von mir, die sind ja Ukrainer, ich bin Russe, aber ist eigentlich fast das Gleiche. Und dann wird das schon nicht so verkehrt sein, ja. Und ich werde auch demnächst einen Vlog aus dem Fitnessstudio mit Trainingstipps von mir, weil ich kann ja trainieren. Also ich habe das ja auch schon früher. Also ich war ja auch in der paramilitärischen Einheit, ja. Aber da möchte ich jetzt nicht so drauf eingehen, weil es ist noch geheim. Sonst kriege ich Ärger mit gewissen Leuten. Und ja, zumindest wollte ich euch da mal auch mal zeigen, ja, wie man halt so auf dem Crosstrainer mal so richtig halt sich bewegt und so, ja. Gut, ja, also kräftige Leute und kräftiges halt, ja, für euch alle. Ja, was kann ich euch denn noch erzählen? Ja, Gruppe 23, ja, ist auch sehr interessant. Haben wir jetzt einen neuen Vorturner, ja, nachdem ich dafür gesorgt habe, dass der alte verschwindet, ja, sich nicht nur zurückzieht von der Gruppe 23, sondern auch das Internet verlassen hat, ja. Hallo Xorex. Ja, sind wir halt jetzt wieder zurück, also beziehungsweise sind sie wieder zurück und die Gruppe 23 ist jetzt unter der Führung von, weiß ich gar nicht, wie er heißt, ja, ich würde jetzt jemanden fragen, wenn er da wäre. Und ja, gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie dieses führungslose Schiff ja durch die Unbill der Weltmeere geführt werden kann. Ja, also ich finde es schon ein bisschen traurig, dass ich bis jetzt noch nicht angesprochen wurde, ob ich der Gruppe beitreten mag. Ja, also ich komme ja jetzt hier auch schon vor, wie wir halt die Pauli, ja, wie die Gabriele Pauli, ja, die ja erst den Diktator weggeputscht hat und dann aus der Partei vertrieben wird. Ja, also bei mir ist es ja ähnlich. Ich habe auch den Diktator entsorgt, aber ich war ja nie in der Partei drin. Also von daher warte ich eigentlich auf eine Einladung der Gruppe 23, ja, dass wir uns auch mal austauschen können, wie wir dann die Schiffe auch wieder erfolgreich weiterführen, damit es auch wieder Qualität reinkommt. Ja, apropos Qualität, es gibt ja zurzeit hier auf YouTube ein Musikvideo, ja, von einem Nachwuchsmusiker, ja, zumindest nennt er sich so, und der hat einen Song gemacht über dieses Portal, ja. Das ist jetzt nicht so ganz meins, ja, also ich höre ja eher AC/DC oder andere richtige Musik, aber mein Gott, es muss halt auch Töne für Weichspüler geben und gut, da habe ich mich dann halt den Traumagott halt mal angeboten, da halt auch mal mich hinbeizufügen, ja, also da waren ja Leute wie Cold Mirror und die Außenseite und ich habe gefehlt, ja, bei dem Video, das geht ja mal gar nicht, ja, also ich bin ja nun wirklich das Gesicht vom deutschen YouTube, ja, und da habe ich ihm halt mal unaufgefordert Videomaterial von mir zugeschickt und ja, das Ergebnis könnt ihr dann jetzt hier sehen und damit ihr euch nicht das ganze Machwerk anschauen müsst, habe ich für euch mal ein paar Highlights zusammengeschnitten. Ja, bitteschön. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das waren die Highlights. Ja, die Dreharbeiten haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, okay. Ich wollte euch noch mal was Kleines zeigen. Ja, und zwar meine Autogrammkarten sind mir ausgegangen oder gehen mir bald aus. Und da habe ich mir gedacht, es wird Zeit für ein neues Märchenliese halt. Ja, also so kleine Babyshirts mit Rasputin. Also das ist jetzt nicht Rasputin, noch nicht. Ja, aber ich mache dann halt mit meinem Gesicht darauf, dann können auch schon die Kleinsten zeigen, dass sie Fans von mir sind halt, ja. Achso, apropos Kleinsten, Maressen, dir schicke ich die Autogrammkarten auch noch zu. Ja, da kommt ja Besuch. Ja, Herr Stohwasser. Wir müssen jetzt Bubu machen. Oh, die Frau weiß, was sie will. Ja, tschüss.